So, da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück. Jo. Erzverarbeitung. Das war unser Stichwort in gewisser Weise. Denn wir haben ja hier auf der anderen Seite auch nochmal diese drei, ja, Förderbänder. Die witzigerweise genau vom Abstand her passen. Glücklicherweise. Alles andere wäre ein bisschen blöd gewesen. Genau, da müssen wir runter. Nur um mal kurz auf Nummer sicher zu gehen. Genau. Ups. Das war wieder sehr gut. Ja, also zufällig platziert, aber passt halt genau. Das ist echt von Vorteil auf jeden Fall. Mm, ja. Mm, du hast normalerweise mal eine Reihe gebaut für die Erzverarbeitung meiste wahrscheinlich, ne? Ja, habe ich auch relativ lange gemacht. Aber ich finde, das Layout ist halt cool, weil du im Prinzip alles ideal ausnutzt. Ich meine, klar, man kann das ein bisschen größer machen, durchaus. Hatten wir auch im letzten Spielstand gemacht. Aber hier ist halt... Ja, du nutzt halt jede Ecke aus. Und ich war hier schon großzügig mit dem Platz. Also die Beleuchtung zum Beispiel, ja, braucht man eigentlich nicht. Aber sieht halt cool aus. Und ich hatte ja gesagt, dass wir hier in dem Spielstand mal gucken, dass wir auch so ein bisschen auf Optik bauen. Klappt bisher ganz gut, außer natürlich bei unserer Spielwiese hier unten, die die Grundversorgung momentan darstellt. Aber das ist ein anderes Spiel, das kommt nachher wieder weg. Ja, aber es ist halt praktischer, finde ich. Und das werden wir versuchen, bei allen möglichen Blueprints, die wir so erstellen, durchzuziehen. In der Hoffnung, dass wir dann nebenbei auch vielleicht ein bisschen Effektivität bekommen. Ich denke mal, das kriegen wir hin. So ein paar Grundkenntnisse haben wir ja schon. Ja, Blueprint-fähig, das ist hier das Stichwort quasi. Also ich möchte relativ viel mit den Dingern machen. Hierfür haben wir ja auch schon Blueprint gemacht, aber noch nicht mit den Mauern. Und Geschütztürme fehlen auch noch. Da möchte ich aber nachher die Lasertürme nehmen. Die haben wir aber noch nicht erforscht. Und dementsprechend, ja, ist das halt noch nicht im Budget mehr drin. Aber wie gesagt, die Grundform von den Bahnhöfen, die haben wir schon. So, dann wären wir damit wieder raus. Und das passt genau. Das finde ich gerade echt geil. Generell möchte ich alles sowieso, ja, wie ich erst schon sagte, diese Modulbauweise, das möchte ich so ein bisschen beibehalten. Weil ich glaube, das hat viele, viele Vorteile, vielleicht auch Nachteile, aber hat man immer. Daher ist es, glaube ich, halb so wild. Ja, im großen Schwerpunkt brauchen wir massenweise Förderbänder, weil ich möchte jetzt diesen zweiten Bus am besten hier vorbei bauen und dann hier unten längs führen. Damit können wir quasi hier unten schon die zweite Runde bauen, was diese Erzverarbeitung angeht. Und wir können nachher schon mal einen Vierer Erzbus hier rauslegen. Natürlich wird das Ganze nachher noch ein bisschen mehr. Wir müssen auch darauf achten, wenn wir hier hinten noch weitere Dinge bauen. Können wir vielleicht im Doppelpack gucken, dass wir die hier mit anschließen? Das würde noch funktionieren, aber wenn wir zu viele haben, dann klappt das nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Oder wir führen die Ausgänge generell immer unten raus. Das sind so alles so Dinge, die müssen wir nachher dann mal sehen. Fakt ist auf jeden Fall, wir brauchen definitiv einen ordentlichen Haufen an Förderbändern, weil ohne die geht nichts hier. Ui, das war ganz schön knapp. Aber okay, no risk, no fun, ne? Moin Masaki, willkommen. Ja, unser Eisenvorkommen hier, das geht so langsam zur Neige. Der ist auch gleich fertig. Der auch. Ja, der auch bald. Der auch. Ja, wird langsam auch schwierig, den Kram wieder aufzufüllen, aber noch kommen wir klar, glaube ich. Symmetrie? Jein. Ich bin ein großer Freund von Symmetrie, aber hier bei diesem Spiel ist es manchmal einfach nicht umsetzbar. Und möchte ich manchmal auch gar nicht. Hier und da, klar, bei diesen Bauprojekten, die wir so machen, bei den Blueprints, da gucken wir mal, dass wir es einigermaßen hinbekommen. Aber das klappt halt nicht immer. Oh Gott, ne. Dafür haben wir doch eine Zahnradkiste, ey. Ja, geht noch. Geht immer noch. Wie gesagt, das sind so Dinge, die müssten wir später mal automatisieren.
Wie gesagt, später. Guck mal, der hat mich schon wieder verarscht, ne? Egal, lass mal laufen. Ich muss mal die Steine loswerden, ne? Kann das sein? Die Steine sind gerade irgendwie im Weg, finde ich. Aber auch das sollte kein Ding sein. Wir haben ja oben unsere Ziegelsteinproduktion. Oh. Ja, der Ausfall von dem einen sollte kein Problem sein eigentlich. Und das ist nicht so dringend jetzt. Genau, da haben wir sie. Bekommt man die Klippen weg? Ich glaube schon. Gut, packen wir den Rest rein. Läuft. Ja, ich habe auch eine längere... Ja, was heißt längere Pause? Wir haben jetzt schon vor relativ großer Zeit angefangen, hier wieder weiterzumachen. Aber davor hatten wir auch eine etwas längere Pause. Ich glaube, da gab es doch keine Klippen beim letzten Spielstand. Ne, ich glaube nicht. Aber, ja... Es kommt halt hier und da immer mal wieder was dazu. Achso, mit den verbesserten Granaten quasi. Ah, ja. Gut, das ergibt irgendwie Sinn. So. Gehen wir jetzt so runter, darüber? Oder gehen wir hier längs, darüber, da vorbei und dann runter? Rüber. Ich glaube, angenehmer ist es, wenn wir runtergehen und dann rüber. Allerdings brauchen wir vorher irgendwo so eine Art Anhaltspunkt. Im Prinzip hier. Oder Klippensprengstoff. Ja, müssen wir mal gucken. Irgendwie kriegen wir die Dinger schon weg. Wir brauchen unbedingt bald eine Automatisierung für diese Förderbänder. Ich glaube, das ist eine der ersten Dinge, die wir bauen werden. Was brauchen wir noch generell dafür? Ja, definitiv. Wir brauchen ja nur Eisen. Das ist aber praktisch. Vielleicht könnten wir dann hier oben mal so eine kleine Produktion bauen. Na, aber egal. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Dann werden wir gleich feststellen, dass wir schon wieder gar keine Förderbänder mehr haben. Zack. Genau, hier ist dann der Output. Und hier direkt auf der Höhe von dem Bahnhof würde ich ganz gerne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine 6er Breite von dem Eisen. Mainbus sollte ja erstmal gehen. Genau, und der geht dann quasi hier runter. Hier natürlich getunnelt, das ist klar. Ja, ich glaube, das könnte was werden. Ja. Das kriegen wir hin und wir kriegen das auch hin, wenn wir diesen 6er Mainbus haben, dass wir an verschiedenen Zugangspunkten quasi Eisen zuführen. Weil wir können ja auch an verschiedenen Punkten Sachen wegholen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Aber wir kriegen das auch durchaus hin, an verschiedenen Punkten, also an diversen Eisenverarbeitungsdingern, diese Sachen wieder hinzuzuführen. Das sollte passen. Haben wir denn wirklich ein Logistik-Bot-Netzwerk nachher? Das ist nämlich die große Frage. Ich mag das mit den Förderbändern nämlich total gerne. Wir werden auf jeden Fall vereinzelte Produktionsanlagen definitiv mit Logistikrobotern bauen, wie zum Beispiel den Kernreaktor und Co. Weil dafür brauchen wir es definitiv. Aber wir werden nicht alles damit machen. Weil Factorio ohne Förderbänder ist irgendwie wie Kotze ohne Brocken, daher nee. Ich glaube, wir sollten das echt mal tun. Zahnräder und... Zahnräder. Haben wir noch welche von den Fabriken dabei gerade? Nee, ne? Nee. Weil ich baue dann nämlich hier oben direkt die Produktion davon.
kommt aber nachher wieder weg. Keine Panik. Nee, halt. Deshalb wollte ich Zahnräder machen. Und da könnten wir vielleicht auch eine zweite noch vertragen, die das macht. Ach halt, ich bin blöd. Da muss noch ein Greifarm hin. Ich habe auch keine Förderbänder mehr. Aber die können wir noch bauen, okay. Greifarme haben wir noch da. 6 Stück, nee. 50, um genau zu sein. Gleich wieder ein bisschen was von dem Kram verballern hier. So, achso, genau, wir brauchen noch mehr davon. Und zwar, wenn wir die Greifarme hier rausholen, dann sind die ungefähr da. Greifarme ist ja schon die Zahnräder. Und dann bräuchten wir erstmal eine Fabrik, die den Kram hier herstellt. Dann brauchen wir noch ein paar mehr, ne? Ich mach das auch mal doppelt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eben 2 davon. Was ich meine Freizeit zocke, momentan sehr viel World of Warcraft, weil das neue Addon ist da. Und da haben wir auch schon die letzten Streams, haben wir hart durchgesucht. Ich glaube, der längste war 14 Stunden, glaube ich. Wo die olle Katze auf Level 120 gelevelt haben. Weil es bockt halt einfach. So, dann machen wir die Förderbänder mit. Genau. Na, da verschwenden wir die Guten nicht für. Weil, ach, ist eigentlich total egal. Hauptsache, wir kriegen hier Strom ran. Und diesen bekommen wir... Oh Gott. Ach, da hinten, genau. So. Genau. Input, Input. Achso, der muss noch einen weiter. Und den Output regeln wir... über die beiden Kollegen. Ach, wir hätten noch einen gehabt. Naja, ist egal. So, und für die brauchen wir jetzt einfach im Prinzip hier nur die Fließbänder, die schon fertig sind. Und noch mehr Zahnräder. Und da das hier anscheinend funktionieren könnte, aber nicht muss, können wir die mal so rausschmeißen da. Mist. Achso, der baut gerade die Zahnräder, okay. Jo. Jetzt habe ich nur noch eine übrig, ne? Hatte ich nicht 2 gebaut? Oh, hatte ich tatsächlich. Lol, okay. Naja, von mir aus auch das. So. Jetzt haben wir sowieso nicht mehr genügend Zeug wahrscheinlich, ne? Halt. Wir brauchen jetzt... Oh, Zahnräder und die Förderbänder. Ja, okay, easy. Kriegen wir vielleicht eine schon ran? Ne, kriegen wir nicht. Nein. Achso, warte mal. Eisen haben wir doch da. Hm, wo ist das Problem? Verstehe nicht. So, dann brauchen wir... Input, Input. Nochmal Input, nochmal Input. Und dann sollen die Kollegen mal den Kram hier herstellen. Ein bisschen Strom fehlt noch vielleicht. So. Und Output-technisch brauchen wir nochmal einmal so einen Langgreifarm. Oh. So. Ich bräuchte ein paar Förderbänder mehr noch. Und der Vorteil daran ist einfach der, wir haben hier, wo wir die meisten Förderbänder brauchen, auch die Automatisierung dafür. Das ist echt praktisch. Aber wie gesagt, die kommt dann nachher nochmal weg. Das ist nur erstmal vorübergehend, damit wir hier genug Sachen ranbekommen. Und ich brauche nochmal einen kleinen Schwung. Idiot, ey. Jetzt wollte ich die gerade noch in der Hand bauen, obwohl die hier rumliegen. Wahnsinn. Der Fakt ist, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eben eine Kiste. Scheiß Gewohnheit, ey. Und dann packen wir den ganzen Krempel da mal eben rein. Genau. Genau, und damit kriegen wir auf jeden Fall genügend von diesen Förderbändern ran. Eventuell fehlen uns ein paar... Ja, es fehlen Zahnräder. Oh, ich befürchte in gewisser Weise. Was brauche ich nochmal für eine Fabrik? Oh, Eisen. Welch Zufall. Dann müssen wir jetzt aber ein bisschen tricksen. Und zwar
gehen die Dinger da raus. Ja, hatte ich aber schon fast gerechnet damit, dass sie eisentechnisch nicht reichen wird. Oder zahnradtechnisch. Aber das ist gar kein Problem. Oh, 33 schon, das ist ja der Wahnsinn, ey. Können wir jetzt mal anfangen zu spielen. So, Output. Und dann haben wir hier eine Tunnelanlage dabei. Strom kommt gleich. Wir hätten auch Eisen von hier nehmen können, ne? Ha, nee, machen wir nicht. Erstmal. So. Saved. Genau, die nutzen dann sogar beide. Nee, tun sie nicht. Aber das ist egal. Hauptsache, hier hinten kommen wir wieder was an. Jo. Ja, ich denke, dass damit unser Förderbandproblem in Anführungszeichen hier erstmal gelöst ist. Sehr geil. Gut, machen wir hier weiter. Oh, wir brauchen so viel davon, ey. Ich bin froh, dass Förderbänder keinen Strom fressen. Das wär's noch. Ja, wir sehen schon, wir haben hier relativ viel Luft auf dem Förderband. Das ist auch ganz gut so. Und das heißt, dass wir hier neben gleich im Prinzip das nächste Ding bauen können. Ja, so viel Platz wie hier noch ist, kriegen wir auch noch vier damit ran, die alle den Output hier auf diesem Förderband haben können. Gar kein Problem, glaube ich. Ja, ich denke mal, Viererblöcke sind die erste Wahl erstmal. Und dann gucken wir mal, ob da vielleicht noch Luft nach oben ist oder nicht, je nachdem. Gut, 55. Wahnsinn. Gut, aber dann würde ich sagen, bevor wir dann hier weitermachen mit dem Förderband, machen wir lieber da oben weiter, damit wir hier die Produktion auf jeden Fall noch ein bisschen steigern können. Und wir könnten gleich mal den nächsten Blueprint dahin schmeißen. Und das heißt natürlich auch, dass unser Werkzeug kaputt ist. Wo ist denn das Ding? Ach, hier. Das hier oder was? Komplex? Jein. Es ist halt nur kompakt. Oder generell, das hier ist easy. Das ist ja Grundlagengedöns. Was ist effizienter? Haufenweise Speedbooster oder mehr Öfen? Ich würde wahrscheinlich mehr Öfen nehmen, weil die... Ich sag mal so, wenn du überall die Booster reinbaust, hast du nachher uneffiziente Maschinen. Also du darfst halt nicht überall Booster reinschmeißen, sondern du musst halt gucken, dass du halt die Module... Ich sag mal, einmal Geschwindigkeit und einmal Effizienz und vielleicht Produktivität noch mit rein. Weil, wenn du nur diese Speed-Geschichte reinbaust, dann hast du nachher ja einen massiv erhöhten Energieverbrauch hier von 50% zum Beispiel, aber du hast nur eine Geschwindigkeitssteigerung von 20%. Und wenn du das bei jedem Ofen machst, den du später hast, dann hast du echt ein Problem. Oder du hast einen fetten Kernreaktor, aber das ist auch irgendwann am Ende, ne? Weil der Energieverbrauch auch mit den besseren hier Upgrades nachher, diese hier zum Beispiel, das wird einfach mehr. Daher, ich würde es ein bisschen kombinieren. Also eins davon vielleicht. Ja, das wäre zum Beispiel so eine Idee. Klar, Kernreaktor macht es auf jeden Fall, aber hab den erstmal. Ich meine, wir hatten letztes Mal eins schon, werden wir auch dieses Mal wieder bauen. Aber man kann ja auch ein bisschen effizient dabei bleiben, finde ich zumindest. Ach, hier ist der Bahnhof noch. Ne, ich wollte eigentlich den haben. Genau. Warte mal. Wir können den ja nochmal eben löschen. Jo. Stimmt. Wollte ich machen, weil... Wir wollten das Ding hier wieder einfangen. Genau, und jetzt haben wir nämlich auch die Förderbänder links, rechts, wobei wir die nicht jedes Mal brauchen werden. Ja, das schaut auf jeden Fall gut aus.